Hi Leute, was geht ab? Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Lichtbogen in Breath of the Wild auseinandersetzen. Für die, die es noch nicht wissen, ja, es ist möglich, sich den Lichtbogen per Glitch dauerhaft zu besorgen, ohne dass das Spiel anschließend spinnt. Diese Methode ist aber nicht ganz so einfach, benötigt mehrere Stunden und bietet sogar die Gefahr des Scheiterns. Da ihr unter anderem Ganon und die Flüche in einem neu angefangenen Spiel besiegen müsst, ohne einmal zu sterben. Sonst müsst ihr mit dem Glitch wieder von neu anfangen. Des Weiteren habt ihr nachher quasi ein neues Spiel plus, da ihr ein paar Ausrüstungsgegenstände und den Lichtbogen von Anfang an im Inventar habt, aber ihr müsst ansonsten eben ein neues Spiel anfangen und jeglichen Fortschritt nochmal von neuem bestreiten. Über diesen Glitch alleine lässt sich schon ein sehr langes Video erstellen, aber heute will ich euch die Vorteile des Bogens im Vergleich mit anderen Bögen zeigen, so dass ihr für euch selbst entscheiden könnt, ob der Lichtbogen die Mühe überhaupt wert ist. Erst einmal wollen wir über die Reichweite reden. Was natürlich direkt auffällt ist, dass der Lichtbogen relativ lange geradeaus schießt, bevor der Pfeil dann ganz langsam abfällt. Wenn ihr etwas Vergleichbares sucht, dann empfehle ich euch den antiken Bogen im Akala-Institut zu kaufen. Dieser hat zwar eine deutlich geringere Reichweite, schießt aber dennoch über längere Distanz sehr gerade und die Flugkurve fällt dann auch nur leicht ab. Ausgestochen wird der Lichtbogen sogar vom Schattenbogen, dessen Pfeil wirklich gefühlt unendlich lange geradeaus schießt. Leider gibt es diesen aber nur mit Hilfe des Zelda-Amiibo aus der Super Smash Bros. Collection und vom Schaden her kommt dieser natürlich auch nicht an den Lichtbogen ran. Dafür hat man die gleichen coolen Lichteffekte. Beide Bögen haben übrigens ihre eigenen Pfeile, die unendlich sind. Während der Lichtbogen auch nach Hunderten von Schüssen noch glänzt wie neu, nutzt der Schattenbogen sich mit der Zeit doch ab, hat aber auch eine sehr hohe Haltbarkeit. Der Antikbogen dagegen kann alle Pfeile im Inventar ausrüsten, also auch antike Bomben- und Elementarpfeile und er nutzt sich zwar auch ab, besitzt aber eine noch höhere Haltbarkeit als der Schattenbogen. Außerdem gibt es ja auch den Glitch, mit dem man die Haltbarkeit von Bögen übertragen kann. Also wenn man schon glitcht, dann sind die Bögen ja rein theoretisch unzerstörbar, wenn man das so will. Jetzt könnte man ja denken, dass der antike Bogen dann Pfeile verbraucht. Aber mit einem Mehrfachbogen, mit dem man durch ein Feuer schießt und einem Gegenstand dahinter, an dem die Pfeile stecken bleiben, kann man auch ganz einfach Pfeile duplizieren und farmen, sodass einem nie die Pfeile ausgehen. Mit dem eben erwähnten Glitch zum Kopieren der Haltbarkeit eures Bogens verbraucht dieser sich nicht einmal beim Duplizieren der Pfeile. Vielleicht sollte ich darüber auch mal ein Video machen. Kommen wir zum letzten wichtigen Punkt, der Schaden. Der Lichtbogen macht mit seinem Lichtpfeil 100 Schaden. Ein Fünffach-Gimärenbogen dagegen macht 5x 32, also bis zu 160 Schaden. Ein Dreifach-Gimärenbogen macht immerhin noch 3x 32, also 96 Schaden. Das kommt natürlich schon nah an den Lichtbogen ran. Bei Headshots wird der Schaden natürlich jeweils verdoppelt. Die Chimärenbögen schießen zwar nicht über eine sehr große Entfernung geradeaus, aber aufgrund des hohen Schadenpotenzials und die Tatsache, dass die Fünffach-Chimärenbögen dann doch deutlich mehr Schaden machen, sehe ich diese bei den Kämpfen gegen die Leunen und Bosse doch ganz klar im Vorteil, da diese damit ein ganzes Stück schneller down gehen. Falls ihr Hilfe beim Farmen dieser Bögen braucht, empfehle ich rechts oben übrigens nochmal meinen dreiteiligen Leunenguide. Wie ihr seht, lassen sich die Vorteile des Lichtbogens auch mit anderen Bögen ausgleichen. Dieser dagegen hat die Besonderheit, dass er natürlich mehrere Vorteile vereint. Auch wenn ihr damit nicht den maximalen Schaden rausholen könnt, macht es schon ziemlich Spaß, mit ihm durch die Gegend zu schießen, Gegner aus der Entfernung wegzusnipen und quasi zu outrangen. Und das alles, ohne euch je darüber Gedanken machen zu müssen, ob und wann die Pfeile ausgehen oder der Bogen zerbricht. Außerdem steht er ja auch quasi als eine Art Achievement in eurem Inventar, da der Glitch alleine, ähnlich der Schwertprüfung, schon eine Herausforderung für sich darstellt, die von der Planung bis zur erfolgreichen Ausführung einen normalen bis guten Spieler schon mal gut und gerne 100 Stunden kosten kann. Also sinnvoller als alle 900 Crocs für ein goldenes Kackhäufchen zu sammeln, ist es allemal. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass ihr nach dem Erhalt des Lichtbogens das Spiel nochmal von vorne anfangen müsst. Also, falls ihr schon alles gesehen und gemacht habt,
ohnehin nochmal von vorne anfangen wollt und davor noch eine mehrstündige Herausforderung sucht, dann go for it! Alle anderen finden in diesem Video super Möglichkeiten, wie man die Fähigkeiten des Lichtbogens auch auf andere Weise kompensieren oder sogar übertreffen kann. Wie euch auch entscheidet, an alle Bogenschützen würde ich mal sagen, Weidmanns Heil und seid auch gerne das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt...